Jawohl, Freunde, seid herzlich gegrüßt zum Teil 2 von unserem Gilera Wanna 125 Projekt zu 172 Kubik Malossi. Im heutigen Video, Freunde, werden wir die ganze Verkleidung demontieren. Wir werden einmal alles ordentlich vernünftig abschrauben, was uns hier alles stört, um den Motor Umbau vorzunehmen. Des Weiteren werden wir dann die Verkleidung schön, die hat zwar jetzt zwei, drei kleine Kratzerchen, aber wir werden die Verkleidung schön in Luftpolsterfolie, werden wir sie einwickeln und solange wegsafen, solange dieser Umbau hier stattfindet. Des Weiteren, ganz, ganz wichtig, machen wir jetzt als allererstes erstmal eine Eingangsmessung. Wir schauen uns jetzt erst einmal an, wie viel Leistung hat denn der Gilera Wanna im Originalzustand, und ich würde sagen, wir machen mal 3 Läufe und schauen mal, was spuckt denn die Anzeige hier aus. Bis gleich, meine Freunde. Haben wir erreicht mit dem originalen Gilera Wanna, und zwar scheint das auch genau das zu sein, was so ein Gilera Wanna wirklich original auch auf die Rolle bringen muss. Das ist eigentlich super perfekt, dass wir jetzt glatte 12 PS erreicht haben. So brauchen wir uns keine komplizierte Zahl zu merken und werden jetzt sehen, was erreichen wir denn, wenn wir jetzt das Ganze umgebaut haben. Ich würde sagen, ich mache ein bisschen Musik an. Ich werde jetzt hier die Verkleidung demontieren, muss aber offen und ehrlich zugestehen, dass es auch für mich die Premiere ist. An diesem Wanna-Modell habe ich zuvor noch nie die Verkleidung demontiert. Deswegen bitte nicht lachen, falls ich irgendwo falsch anfange oder ein oder zwei Teile zu viel abschraube. Aber ich würde sagen, ich mache ein bisschen Musik an. Wir machen das Ganze in Schnelldurchlauf. Ich lasse die Kamera einfach mitlaufen und werde jetzt anfangen, diesen Gilera Wanna von der Verkleidung her zu zerlegen. Und wir sehen uns dann gleich wieder und besprechen dann, was denn die nächsten Arbeitsschritte sein werden. Bis gleich. Jawohl, Freunde, der Gilera Wanna ist auseinandergebaut. Ich denke, das sollte reichen, um den Zylinder zu wechseln, um gut am Motor arbeiten zu können. Und
Ja, ein, zwei Stellen, da musste ich so ein bisschen knobeln, aber es ging doch relativ fix und einfach. Und wichtig ist wirklich hier auch immer die Ruhe zu behalten, wenn ihr das Fahrzeug zerlegt. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich mir die Schrauben von der linken Seite auf die linke Seite lege, von der rechten Seite auf die rechte Seite lege. Und da, wo ich die Schrauben wieder reinschrauben kann, schraube ich sie natürlich auch wieder rein, damit man nicht hinterher so viel knobeln muss, wo gehört eigentlich welche Schraube hin. Was mir hier bei dem Fahrzeug aufgefallen ist, hier wurde schon sehr aktiv geschraubt, denn überall sind hier solche Schnellverbinder verwendet worden, hier so oder sogenannte, manche nennen sie Rasterbänder oder Strapsen oder wie auch immer alles. Und davon sind hier jede Menge am Vergaser, am Luftfilter, an den Schläuchen und was wir hier alle so haben. So, was mir aufgefallen ist, ist, wir haben hier einen kaputten Schlauch, den müssen wir auf jeden Fall ersetzen. Der ist hier gerissen, wie ihr das in der Kamera auch sehen könnt. Einer der zwei Schläuche war sehr schwer zu bekommen. Ich meine, es war sogar dieser. Da müssen wir mal schauen, ob ich den Schlauch noch original bekomme. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob es dieser war. Ich weiß dann nur, bei meiner Dragster war einer dieser Schläuche wirklich schwer zu bekommen. Schauen wir nach. Wir müssen den auf jeden Fall ersetzen, weil wir werden hier nicht mit Panzertape oder sonst was rummachen. Und wenn, dann wollen wir das Fahrzeug auch vernünftig machen. Natürlich werden wir hier hinter auch überall Schlauchschellen drauf machen. Vernünftig und nicht irgendwelche Wasserbänder, sage ich jetzt mal, oder Schnellverbinder. So, des Weiteren haben wir hier einen ausgehärteten Benzinschlauch. Viele von euch wissen ja, damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Ich sage nur Feuerwehreinsatz und so weiter. Auch hier, der Benzinschlauch, dieser grüne hier, ist total ausgehärtet. Den schmeißen wir weg. Den müssen wir abmachen. Hier müssen wir mal gucken. Hier oben müssen wir noch ein Stückchen abkipsen, weil hier am Ende ist er auch hart, aber hier hinten ist er doch relativ weich. Das heißt, hier müssen wir den Benzinschlauch müssen wir definitiv auch noch überarbeiten. Ja, ansonsten habt ihr wahrscheinlich vielleicht in einem Schnelldurchlauf gesehen, warum macht der Frank hier Fotos von. Ich habe von dem Fahrzeug insgesamt so 20, 30 Fotos gemacht. Das mache ich immer, bevor ich an Kundenfahrzeugen schraube, damit man einfach hinterher wirklich Diskussionen ausschließen kann, wie sah das Fahrzeug vorher aus. Aber hauptsächlich dient das Ganze natürlich deswegen, wenn ihr irgendwelche Stecker abzieht oder Schläuche, dann ist es immer wichtig, dass man mal vorher kurz das Handy zückt, ein paar Fotos macht und dann spart man sich hinterher. Wie war das nochmal? Ja, ich meine, das meiste ist immer selbsterklärend, aber wenn ihr vorher ein paar Fotos macht, dann wisst ihr immer, wie war welches Kabel, wo, welcher Schlauch und so weiter, falls man doch mal knobeln muss. Ja, des Weiteren habe ich dann hier schon mal ein paar Sachen zurechtgelegt. Malossi-Membrane, die erwähne ich jetzt erstmal noch nicht. Da muss ich erstmal schauen, soll das jetzt wirklich die richtige sein? Ihr könnt ja mal reinschreiben in den Kommentaren, welche Membrane verwendet ihr. Ich bezweifle jetzt, dass das hier die richtige ist. Die ist zwar für Piaggio, aber da gucken wir erstmal, welche Membrane würdet ihr verwenden bei diesem Projekt. Dann haben wir einmal den Zylinder von Malossi, den wir verwenden werden. Den werde ich natürlich aber auch jetzt in jedem Video nochmal zeigen, bis wir ihn verbauen. Einmal 172 Kubik Piaggio LC. Ich zeige euch das gute Stück mal sehr, sehr leicht. Also sehr, sehr leicht. Ja, so sieht das gute Stück aus. Okay, den werden wir montieren. Der wird geliefert. Ich zeige euch auch mal den Lieferumfang. Da haben wir hier einmal den Zylinder. Dann haben wir natürlich einmal den Kolben, den wir benötigen. Ja, den legen wir auch mal hier vorsichtig drauf. Zwei Kolbenringe sind im Lieferumfang. Natürlich jede Menge Malossi-Aufkleber. So, und jetzt haben wir hier, da müssen wir mal schauen, inwieweit wir die montieren können. Wir haben hier Carbon-Membran-Plättchen bei. Wenn wir die natürlich verwenden können, ja, und das optimal ist, dann können wir uns den Einbau eines Membranblockes sparen. Ich meine, Malossi legt die Dinger ja nicht umsonst dabei, ne, wahrscheinlich, weil Malossi gesagt hat, es reicht aus, wenn ihr die Membranplättchen einbaut. Wenn es nicht unbedingt sein muss und wir jetzt nicht nur einen Leistungsunterschied von 0,1 PS haben, dann bauen wir auch nur die Membranplättchen ein. Ja, des Weiteren haben wir hier einen Dichtsatz. Hier ist nochmal wichtig zu sagen, hier ist schon eine Auspuffdichtung dabei. Inwieweit wir die verwenden können bei dem SM06 Auspuff, werden wir sehen. Auf jeden Fall ist hier schon eine runde Auspuffdichtung, ist schon im Lieferumfang enthalten beim Dichtsatz. Ja, weiter geht's. Hier haben wir dann natürlich noch Aussatzstehbolzen. Das heißt, hier habt ihr neue Stehbolzen, die ihr einschrauben könnt, um den Auspuff zu montieren. Und wir haben natürlich hier nochmal den, sag mal, Zylinderkopf, zumindest das innere Teil, ja, die Kalotte, die wir auch noch dabei haben von Malossi. Viele haben in den Kommentaren schon geschrieben, ich soll doch PM-Tuning verbauen und so weiter. Nein, Freunde, werden wir jetzt hier in diesem Falle nicht tun. Wenn mal ein Kunde kommt, der sagt, der sich das Ganze wünscht, dass er das verbaut haben möchte, dann können wir das gerne machen, aber der Kunde hier möchte wirklich einfach nur ein Malossi-Zylinder fahren, out of the box, so wie er kommt. Er möchte hier keine Überarbeitung haben und so weiter. Das hat er auch explizit gewünscht. Ich habe ihm gesagt, wir können den Zylinder auch überarbeiten lassen und so weiter. Möchte er nicht. Er möchte wirklich haltbar etwas mehr Leistung haben
Aber man möchte jetzt hier nicht super mega monströs, sag ich mal, bearbeiteten Zylinder fahren oder abgestimmtes Fahrzeug. Ja, ich habe viele, viele Kommentare von euch gelesen, gerade auch im Facebook. Schön wäre, wenn ihr das Ganze in YouTube kommentieren würdet. Zum Beispiel von Mike, er hat schon viele Tipps gegeben. Quetschkante 0,8 und ein paar Vergaser-Tipps gegeben. 90er bis 95er Hauptdüse und so weiter. Man kann auch den Originalvergaser verwenden. All das werden wir natürlich testen. Aber jetzt geht es sich erstmal darum, dass wir das Fahrzeug natürlich weiter zerlegen. Ja, im heutigen Teil haben wir das Fahrzeug soweit zerlegt. Natürlich, ich habe noch vergessen, Malossi Multivar haben wir hier auch noch liegen. Jetzt habe ich gestern, hat schon einer geschrieben, Malossi Multivar, Frank, definitiv nicht die beste Wahl. Ich würde eine andere Variomatik nehmen. Ich glaube, RMS hat er geschrieben, RMS oder so. Deswegen auch da nochmal in die Kommentare reinhauen. Würdet ihr überhaupt eine andere Vario fahren? Sagt ihr, die Malossi ist nicht so gut, die ist gut. Wir haben jetzt hier, in dem Fall haben wir jetzt hier 12,5 Gramm Gewichte dabei. Und jetzt geht's, Leute, jetzt... bin ich gespannt auf eure Tipps. Wie fangen wir an? Wie fangen wir an, meine Freunde? Ihr habt ja noch ein, zwei Videos Zeit, bevor ich mit dem Einbau anfange. Und ich werde alle Kommentare wirklich beachten, solange sie im normalen Rahmen bleiben. Ja, im morgigen Video werde ich Folgendes machen. Und zwar gehen wir dann hin, werden den Vergaser hier demontieren, den Auspuff demontieren, den Zylinder demontieren. Dann werde ich die Kamera auch so ein bisschen näher ranzoomen, dass ihr mir so ein bisschen zuschauen könnt, wie ich das Ganze demontiere. Und ja, im übernächsten Video sind wir dann eigentlich auch schon so weit, dass wir das Ganze anfangen können aufzubauen. Ja, haut in die Kommentare. Meint ihr, reicht das hier so? Hier sollte ich jetzt überall drankommen, Wasser ablassen können, Zylinder wechseln können. Ich denke, so sollte das Ganze ausreichen, um den Zylinder zu montieren. In dem Sinne, Freunde, ja, war wieder ein kurzes Video. Ging schneller, als ich dachte. Ich werde jetzt hier ein bisschen noch die Verkleidung ordentlich verpacken, einpacken, in Folie einwickeln und erstmal wegsafen, damit wir da hier nicht aus Versehen drauf trampeln, weil es liegt ja noch hier überall so ein bisschen rum. Und in dem Sinne, Freunde, ja, bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich auf die Kommentare unter dem Video. Macht's gut, ich bin raus. Ciao.